Tada! Gleich geht es los mit dem Garngeplauder von Dornröschenwolle hier aus dem schönen Atelier in Nienburg an der Weser. Dort warten all die schönen handgefärbten Stränge auf dich und du kannst durch den Dornröschenwolle-Shop stöbern und dir deine Schönheiten aussuchen. Und gleich starten wir mit all den Neuigkeiten. Hallo und herzlich willkommen zum Garngeplauder von Dornröschenwolle. Ich bin Christine und ich bin die Handfärberin bei Dornröschenwolle, die Onlineshop-Betreiberin, die Paketepackerin, die Fotografin, heißt es, glaube ich. Also quasi ist es eine One-Woman-Show und ich mache einfach alles, alles, alles und alles total gerne. Und ihr könnt die all die schönen handgefärbten Garne jetzt schon seit vielen, vielen Jahren gibt es die Dornröschenwolle. Könnt ihr einkaufen im Dornröschenwolle Online-Shop, der ist gerade ziemlich neu und ziemlich schön geworden. Und ja, könnt ihr einfach gerne mal stöbern gehen. Und ich packe euch dann ein schönes Paket, wenn ihr euch was ausgesucht habt und das bestellt habt. Und dann kannst du es zu Hause öffnen und die ganz schöne Wolle genießen und auch deine Stricknadeln holen. Ja, wie schön, dass du jetzt gerade da bist. So eine halbe Stunde geht das Garngeplauder immer ungefähr. Mal gucken, wie wir heute so mit der Zeit hinkommen. Nimm dir also gerne dein Strickzeug dazu oder eine Tasse Cappuccino oder was auch immer du gerne trinkst und mach's dir gemütlich und lausche ein bisschen, lass dich inspirieren, genieß die schöne Wolle. Ich habe einiges mitgebracht. Ein paar neue, frisch gefärbte Stränge sind dabei, ein paar Inspirationen, ein paar Strickideen. Also, genieß es einfach ein kleines bisschen und lass uns gerade mal anfangen. In der letzten Woche, am letzten Wochenende, habt ihr anlässlich meines Geburtstages ein kleines Geschenk mit ins Paket bekommen und ich hoffe, es gefällt euch. Ich habe die Socken fertig gestrickt, die Geburtstagssocken, und die gibt es nicht im Shop zu kaufen, diese Färbung. Jedenfalls nicht im Moment. Vielleicht mache ich die noch mal irgendwann, weil die wirklich, wirklich richtig schön ist. Und das sind meine Geburtstagssocken. Eure werden ein bisschen heller sein als die, die ich hier gestrickt habe. Aber so sind sie und sie sind fertig. Naja, fast fertig wie immer. Ich müsste mal die Fäden vernähen. Das steht noch aus. So sehen sie aus und ich mag sie. Und dann habe ich ein paar richtig schöne Geburtstagserinnerungssocken. Das finde ich richtig toll. Und was ihr viel bestellt habt in der letzten Woche, ist die Big Suri Fluff. Und das kann ich mega gut verstehen, weil mein Pullover daraus, ich habe den heute gerade an, der ist einfach richtig, richtig schön. Ich liebe, liebe, liebe ihn und werde mir auf jeden Fall noch einen weiteren daraus stricken Richtung Frühling jetzt. Allerdings sind alle Farben, die ich so gerne auf die Nadeln genommen hätte, gerade verkauft, so dass es einfach neue geben wird irgendwann demnächst. Mal gucken. Und ein paar Farben sind noch da. Und vielleicht ist das gerade deine Lieblingsfarbe. Und die habe ich gerade mal mitgebracht. Also alle Farben Big Suri Fluff, die noch für den Pullover reichen würden, zeige ich dir gerade noch mal. Dann kannst du einfach mal schauen, ob das gerade die Farbe ist, die du gern haben möchtest. Mit der Big Suri Fluff ist das einfach so. Dieses Garn macht süchtig. Ich kann es euch sagen. Ich habe mittlerweile, lass mich kurz überlegen, meinen Pullover und für beide Töchter und für die Freundin meines Sohnes eingestrickt. Das sind vier Pullover aus der Big Suri Fluff und das werden nicht meine letzten sein, weil das Garn einfach traumhaft ist. Das ist wahnsinnig weich. Das ist ja weich, kuschelig. Es hat diesen wahnsinnig schönen Flaum. Ich weiß nicht, sieht man das so? Ich weiß gerade gar nicht. Genau, da siehst du es vielleicht. Also es hat richtig, richtig schönen Flaum. Es ist einfach richtig weich. Es ist total schön und es ist kuscheliger als Mohair. Da ist Suri Alpaka drin. Der größte Bestandteil darin ist Suri Alpaka, kombiniert mit feiner Wolle und ein bisschen Polyamid für die Stabilität des Fadens. Und das zusammen macht einfach einen Kuscheltraum. Ja, und ganz ehrlich, das muss man mal gestrickt haben. Das ist so, so schön. Und mein Pullover daraus, den ziehe ich total oft an. Ich liebe, liebe, liebe ihn. Ein bisschen durchspülen, wenn er mal zufällig irgendwie gewaschen werden wollen sollte. Aber eigentlich muss man den nicht wirklich viel waschen. Ich lüfte das und das reicht. Und ja, der ist einfach schön. Ich mag auch die Farbe. Mag ich sehr. Aus dieser Farbe habe ich meiner Tochter, der Ältesten, ein Pullover gestrickt. Ist auch total schön. Und die gibt es gerade noch im Dornröschenwolle-Shop am Strand. Heißt diese Farbe. Ist super, super, super schön. Und wenn du blau möchtest, so ein richtig schönes Leuchteblau,
dann ist diese Farbe was für dich. Das ist auch, gestrickt wird es auch so ähnlich wie das hier, ne? Also so kann man sich das vorstellen. Das ist Wasserspiele, finde ich einfach auch richtig, richtig schön. Dann gibt es noch einmal die Schönheit. Das ist das, was ich gerade anhabe. Schönheit. Und ein so ein helles, wunderschönes Zartblau. Das macht auch ein ganz schön sieht es aus, verstrickt. Einfach mit diesen dunklen Stellen immer so ein kleines bisschen in dem Zartblau. Wirklich, wirklich, wirklich richtig schön. Ich habe die Pullover gestrickt, den Rackeljumper von Rosa P. und den Roundabout von Nicolor. Ich erzähle es immer wieder, das sind wirklich so schöne Strickanleitungen, weil man sie universell stricken kann mit jedem Garn. Einfach richtig toll. Auf jeden Fall den Roundabout Pullover. Beim Ruckle Jumper habe ich halt einfach bis jetzt nur die aus der Big Suri Fluff gestrickt und das ging super, super, super schön. Wenn du also eine von diesen vier Farben, die gerade noch da sind für den ganzen Pullover, außer Natur, Natur ist auch noch da, glaube ich. Ja, ist es. Und dann geh einfach gerade jetzt mal und gönn's dir. Das ist so, so, so schön. Du wirst es auf keinen Fall bereuen. Fusselt auch nicht wirklich und trägt sich total gut. Also das ist die Big Suri Fluff. Die wird es auch wieder in weiteren Farben geben, weil ich sie einfach so sehr mag, dass die auf jeden Fall mit im Sortiment bleibt. Und ich denke auch so, dass man im Sommer oder jetzt Richtung Frühling auch immer noch mal Farben davon haben kann. Das ist einfach ein Ganzjahresgarn. Das ist einfach super, super schön, um sich eine kuschelige Strickjacke so zum Drüberziehen an Laub für laue Sommerabende zu stricken. Es ist ein total schönes Garn, um einen Pullover zu stricken, jetzt gerade im Frühling. Ja, also wirklich genieße es einfach sehr. Es ist ein so, so tolles Garn. Das ist die Big Suri Fluff, die ich euch mitgebracht habe. Was habe ich noch mitgebracht? Ich habe mitgebracht, Zuppel. Ich habe mitgebracht das, was ich gerade auf meinen Nadeln habe. Und das ist Wolle, Seide mit Yak. Wolle, Seide und Yak mit einem Wahnsinnsglanz. Das wird ein Poncho. Hier sind die Nadeln, sie klappern. Ich bin noch nicht ganz fertig. Und ja, natürlich, ich hätte es gern fertig, aber so ist es nicht. Ich will das unbedingt fertig machen an diesem Wochenende. Und so wird es dann aussehen. Und das ist einfach, ja, ich mag es jetzt schon. Das wird ein Poncho, ein super, super simpler Poncho. Also ich habe jetzt einfach ein Rechteck gestrickt. Das ist jetzt so lang. Also es ist wirklich so gut wie fertig. So schaut es aus. Und ich werde das dann so zunähen, dass hier einfach der Ausschnitt ist und der Rest dann so zu tragen ist. Und ja, ganz, ganz einfach, ganz, ganz wirklich easy peasy. Und ich habe noch nicht mal eine Musterkante oder sowas gemacht. Ich habe es einfach gerade aus rechts gestrickt, weil ich das mag, wenn sich das so rollt. Also ich mag das und ich mag, wenn es so Pille einfach ist, dass ich einfach abends rechts hin, links zurück stricken kann. Rechts hin, links zurück, rechts hin, links zurück, rechts hin. Links zurück, rechts hin, links zurück. So, das ist so vorm Schlafen auf dem Sofa, während irgendwas im Fernsehen läuft, Netflix. Und ich einfach rechts hin und links zurück stricken kann. Reicht mir. Also, ich bewundere jeden wirklich, wirklich sehr, der das mit Mustern und so. Und auch vielleicht komplizierten Mustern. Und ab und zu war es das ja auch ganz schön. Aber ich mag diese ganz stupiden Runden in rechts. Oder rechts hin, links zurück. Das mag ich. So ist es. Vielleicht, weil ich einfach auch so viel anderes im Kopf habe. Obwohl, ich habe auch schon von Menschen gehört, ich weiß nicht, wie dir das geht, die beim Musterstricken richtig, richtig gut abschalten können. Da sind dann wahrscheinlich nicht so viele Gedanken mehr da. Ist ein bisschen meditativ vielleicht. Keine Ahnung. Also, wie gesagt, für mich ist meditativ einfach so simpel, wie es irgendwie geht. Sodass sich wahrscheinlich Musterstrickerinnen fürchterlich langweilen würden. Also schreib einfach mal drunter, wie das für dich ist. Was findest du meditativ? Findest du es meditativ, komplizierte Muster zu stricken, mehrfarbig zu stricken? Oder bist du auch so jemand wie ich, der einfach total simpel rechts hin links zurückstrickt und das entspannend findet? Ist ja mal spannend zu hören. Wir sind ja alle total unterschiedlich und da einfach mal zu gucken, wie dir das geht, fände ich interessant. Ja,
Das stricke ich gerade. Und für diesen Poncho habe ich mir 500 Gramm reserviert. Die werden auf jeden Fall reichen. Ich denke, dass ich so 450 hier rein verschwinden lasse. Vielleicht bin ich so, ich denke auch, jetzt stricke ich es auch auf. Ist ein bisschen wie aufessen, ne? Also jetzt ist auch auf. Keine Ahnung, soll man ja auch nicht, ne? Also vielleicht höre ich auch auf, wenn ich es mitstricken, wenn der Poncho fertig ist und ich satt bin und habe dann halt was übrig. Mal gucken. Vielleicht kommt es aber auch genau hin. Also ich habe es noch nicht genau abgemessen. Mal sehen. Also ich müsste mir demnächst, vielleicht heute Abend, mal einen Kopf darüber machen. Und von diesem wunderbaren Garn in 500 Gramm gibt es auch noch ein paar Farben. Also wenn du so ein Poncho stricken möchtest, dann packe ich dir total gerne die ganz, ganz einfache Strickanleitung da mit rein ins Paket. Schreib mir eine kurze Bemerkung und dann bekommst du es ganz einfach. Also wenn man das bestellt, dann gibt es so ein Bemerkungsfeld und da schreibst du einfach rein. Gerne mit Hallo Christine und liebe Grüße von wer auch immer du bist. Das liebe ich doch sehr, so im Ganzen. Und schreib mir einfach, dass ich sie dazu packen soll, dann mache ich das total gerne. Und ja, ich zeige dir mal gerade die Farben, aus denen du gerade jetzt, wenn du das möchtest, aus diesem Garn so ein Poncho stricken könntest. Und zwar, es ist einmal dieses hier und schau mal, es hat einen richtig, richtig schönen Glanz und ist super, super, super gezwirnt. Also es ist ein ganz, ganz schönes Garn. Wolle, Seide und Yak. Und zwar hat das 65% Wolle, 20% Seide und 15% Yak. Das ist wirklich eine richtig schöne Mischung. Der Grundfaden ist grau, sodass die Töne, wenn man sie färbt, also die Wolle, wenn man sie färbt, noch ein kleines bisschen harmonischer ist, als es sonst manchmal auf so wollweißen Garn rüberkommt. Also ich mag das sehr, dieses Grau darunter. Und diese Farbe heißt Stroh und Gold. Stroh und Gold, genau. Wolle, Seide, Yak, finde ich. Das ist ein Sahnegarn, wirklich. Wenn du das einmal gestrickt hast, ich wette mit dir, du wirst es gerne nochmal stricken. Das ist so, so, so schön. Stroh und Gold. Dann gibt es zwei verschiedene Rottöne und zwar ruhiges Rot. Das ist das hier. Finde ich auch mega schön. Und diese Farbe heißt warmes Rot. Die sind sich ähnlich, aber sie sind nicht gleich. Genau. Die beiden. Und es gibt einmal so einen richtig schönen Mintton, der ist so schön, dass ich echt versucht habe. Aber ich habe jetzt einen, reicht erstmal. Seeungeheuer, also der ist vielleicht für dich, das Seeungeheuer, der ist super, super schön. Der macht fröhlich, der macht frisch, der ist einfach, das ist so eine schöne Farbe, so ein schöner Farbton. Dann gibt es für alle Braun-Fans einmal so ein Braun, was Braun heißt. So ein richtig schönes, warmes Braun. Nicht zu dunkel, einfach wirklich schön. Und noch ein Blau, wenn du in ähnlichen Stricken wie ich willst wie ich, das ist Nebelblau. Finde ich auch total schön. Das ist die Wolle Seide mit Yak, aus der du natürlich auch ein Pullover oder eine Strickjacke oder ein Tuch stricken kannst. Wie gesagt, ich stricke mir diesen Poncho daraus. Ich habe noch ein einziges Poncho-Set aus der dicken Merino-Wolle da und das ist diese Farbe. Finde ich auch richtig, richtig schön. Das sind 5 Stränge. Dicke Merino-Wolle, auch super, super, super cool für ein Poncho. Genau, das ist Set Nummer 13. Ist noch übrig, passt gut zu Dornröschen, die 13. Wie die 13. Fee zum Beispiel. Also wirklich ein richtig cooles Glücksset. Das ist noch da. Also wenn du es haben möchtest, dann jetzt in den Dornröschen-Wolle-Shop. Und auch da packe ich dir die Poncho-Anleitung dazu, wenn du es möchtest. Wenn du den Poncho aus einem der anderen Garne stricken möchtest, auch gar kein Problem. Schreib es mir einfach drunter und ich packe dir die Anleitung mit rein. Also es ist auch nichts Großartiges, es ist einfach diese Strickanleitung auf einem ganz normalen A4-Zettel. Und dann schicke ich sie dir. Ja, das ist das. Was gibt's noch Neues im Dornröschen-Wolle-Shop? Es gibt eine Menge wunderschönster neuer Farben auf der Wolle mit Seide. Die Wolle mit Seide ist ein tolles Garn, was wir schon ein paar Jahre mit im Dornröschen-Wolle-Shop haben. Ihr liebt es sehr, ich liebe es auch sehr. Und das ist ein Garn mit 400 Meter Lauflänge als auf 100 Gramm und super, super schön für sommerliche Pullover, Oberteile, Tops, Kurzarm-Shirts, was auch immer, Tücher. Also all diese Sachen, die so ein bisschen leichter sein sollen, wo du einfach auch einen schönen klassischen Glanz haben möchtest. Dafür ist diese Wolle-Seide wirklich, wirklich richtig schön.
Und ich habe da eine Menge sehr, sehr schöner Farben drauf gefärbt. Alles semi-solids, also ja, Ton in Ton, einfarbig, mehr oder weniger semi-solids halt. Und ich zeige dir die gerade mal. Du kannst daraus stricken, was immer geht, mit aus diesen 400 Meter Lauflänge Garnen. Da gibt es eine megamäßig viele Anleitungen von Rosa P., von ich weiß nicht was. Geh einfach mal stöbern auf Ravelry, da kannst du es einfach eingeben und Suchfunktion, und dann kannst du das herausfiltern. Und ich zeige dir gerade mal die Farben. Es gibt ziemlich viele schöne Blautöne. Das ist Nebelhimmelblau, das ist Himmel. Dann gibt es noch ein dunkleres Blau. Das ist abends. Es gibt ein Minze. Ich zeige es dir gerade mal so. Schön. Und von jeder Farbe gibt es 5 Stränge. Das heißt, ich mische die ja immer alle neu. Das heißt, die kommen nicht immer so aus der Tube und dann sind sie immer ähnlich. Ähnlich sind sie vielleicht, aber ich mische total gerne die verschiedenen Blautöne so zusammen, dass die einfach immer anders sind. Ich liebe das. Ich liebe das, auch einfach da so zu fließen und diesen Farben noch so ein bisschen Liebe mitzugeben. Und ja, und deswegen sind sie halt nicht nachfärbbar so an sich. Also genau, und das mag ich auch. Das ist einfach so speziell, da kannst du einfach sicher sein, wenn du dir was daraus strickst, dass du gewöhnlicherweise ein ziemliches Unikat hast. Und das finde ich auch irgendwie total schön. Das ist hier ein Zartgrau. Und für ein Pullover bis Größe 44 brauchst du mit Sicherheit so 400 Gramm, für ein Kurzarmshirt vielleicht 300, musst mal gucken. Und 5 Stränge sind halt immer zu haben. Guck, dass du genug hast für dein Projekt, weil eben, wie gesagt, die Farben gibt es 5-mal und danach gibt es andere. Ich lieb's. Man kann auch Ringel rausmachen. Ringel sind auch schön. Nebel am Meer. Ich will euch die am liebsten alle so zusammen zeigen. Das ist zarte Minze. Und hier ist noch ein Blauton, das ist sanftes Blau. Das sind die ganzen Blautöne, Blauvarianten. Schau mal. Oh. Und daraus so ein Shirt für den Sommer, so eins zum Beispiel. Es ist doch mega frisch. So, so schön. Das lohnt auf jeden Fall. Ja, das sind die Blautöne. Und es gibt ganz, ganz viele zarte Rosa-Rottöne. Die zeige ich euch auch gerade mal. Das ist zarter Hauch. Dann gibt es hier ein bisschen dunkler. Das ist sanfte Sahne. Diese Farbe heißt Mauve. Das ist, ich muss auf das Zettelchen gucken, Rosenholz. Diese Farbe, die werde ich nicht alle so halten können, aber ich versuche es. Diese Farbe ist Rosenduft. Dann gibt es hier noch Rosen. Ein bisschen dunkler, das ist warmes Rosenholz. Diese Farbe ist warmer. Man kann es nicht lesen. Wer hat das draufgeschrieben? Warmes Rosenholz vielleicht. Warmer Rosenduft, warmes Rosenholz. Ich war sehr sanftes, warmes Rot. Und das ist warmes Rot. Das sind die Rottöne. Schau mal. Von zart über Mauve, über rosig, über, ich weiß nicht, einfach so schön. Und ich finde auch, da ist jeder Farbton einfach ein Hingucker und einfach super schön. Das fällt sie gleich runter. Super schön, um daraus was Sommerliches zu stricken. Jeder Farbton. Und dieses Garn hat auch diesen feinen, feinen Glanz. Ich zeige euch das nochmal. Vielleicht kann man es hier so sehen. Also es ist wirklich schön. Hat einen feinen Glanz, diesen seidigen Glanz. Einfach, das ist so, so, so schön. Ja. Der macht Spaß. Dieses Garn macht Spaß. Der Glanz macht Spaß. Ist einfach toll. Es gibt noch ein Orange. Das will ich euch nicht verschweigen. Und so ein Limonen-Gelbgrün. Auch schön. Ja, das ist die Wolle mit Seide. 400 Meter Lauflänge. Das lohnt auf jeden Fall, das zu stricken. Und einfach mal sich zu gönnen.
findest du jetzt alles im Don-Röschen-Wolle-Shop. Im Moment bei den Neuheiten, also das ist am einfachsten, am schnellsten zu finden, aber natürlich auch bei Wolle, handgefärbter Wolle mit Seide. Link packe ich hier unter das Video, dann kannst du da mal schauen. Ja, vielleicht erzähle ich euch gerade noch, ich hatte ja Geburtstag am Samstag und ich habe echt lange überlegt, wozu ich Lust habe, was ich wirklich will an meinem Geburtstag. So, ne? Also möchte ich meine Verwandtschaft einladen? Möchte ich, was so, ne? Meine Kinder sind ja irgendwie immer so unterwegs. Das Kind, mit dem ich am meisten Geburtstag gefeiert habe in der letzten Zeit, ist ja gerade in Kasachstan. Das kam jetzt nicht einmal mal rüber geflogen, aber die älteste Tochter ist ja gerade in der Nähe, noch in der Nähe. Und die war da, also wir sind essen gegangen in Hannover, bummeln, essen und waren im Kino zusammen. Und hinterher haben wir uns alkoholfreie Cocktails hinter die Binde gegossen, würde ich mal so sagen. Also mir hat es sehr, sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ich habe mir zum Geburtstag zwei wahnsinnig schöne Pfannen gegönnt. Pfannen, ich weiß nicht, ob man Bratpfannen. ja, die wollte ich gern haben. Jetzt habe ich sie. Gusseiserne Bratpfannen. Sie sind super, super schön. Also ich habe sie schon ausprobiert. Total toll. Ich liebe das, glaube ich. Also ich habe das vorher noch nie gemacht. Also wir hatten immer so beschichtete Pfannen. Ich weiß nicht, ihr kennt ihr sicher. Und ich habe irgendwann gedacht, dass die ja, also dass es langlebiger ist mit so gusseisernen Pfannen und dass es irgendwie auch gesünder ist, weil die halt, ja, kann man ja mal gucken, also die sondern halt nichts ab, weil da nichts beschichtet ist. Und dann habe ich gedacht, ich will das mal ausprobieren. Und dann habe ich gedacht, ja, lange recherchiert und überlegt und Pfannen angefasst, weil die sind echt schwer. Und habe mich jetzt für welche entschieden und die sind super, super, super schön von Stur. Ich weiß nicht, das ist, ich kriege jetzt hier nichts dafür. Ich erzähle euch das einfach nur, weil mir das einfach so einen Spaß macht mit diesen Pfannen. Und ja, es ist schon sehr speziell, auf einmal in so einer Pfanne mit einem metallenen Pfannenwender rumzukratzen. So, und das Zeug zu wenden, das Bratgut. Aber ist auch spannend. Also es macht einfach wirklich Spaß. Und ich habe das Gefühl, dass das Kochen nochmal so eine Runde runter entschleunigt. Und ja, also ich koche total gerne. Meistens muss es schnell gehen. Und ich habe so Lust, mir dafür ein bisschen mehr Zeit zu nehmen und so ein bisschen mehr, ja, so im Alltag einfach mal so ein bisschen mehr so den Dampf rauszunehmen. Und habe gedacht, das passt sich gut mit den Pfannen, die lange halten und ohne Schadstoffe sind. Und ja, jetzt habe ich sie. Falls euch das interessiert, sie sind einfach schön. Also sie sehen auch schön aus. Sie fassen sich gut an. Ich mag das. Ja, meine neuen Bratpfannen. Ich habe mir kein Buch gewünscht. Bücher habe ich, also ich weiß nicht, ich habe Bücher, die kaufe ich immer und die will ich auch unbedingt lesen. Und dann lese ich so ein paar Seiten und dann schleppe ich sie mit mir rum. Also das ist noch schlimmer als mit Strickzeug, weil die sehr auch schwer sind. Ne? Also im Rucksack immer ein Buch mit sich rumzuschleppen, von dem man original 5 Seiten gelesen hat. Und das vor Wochen, weil man zufällig mal im Arztzimmer saß, also im Wartezimmer irgendwo und da rumgewartet hat. Und ansonsten hat man es nur geschleppt. Das finde ich schon spannend. Also ich habe auch auf dem Nachtschrank Bücher stapeln, die sich immer mehr stapeln und die, wo ich auch nicht dazu komme, die zu lesen. Finde ich schon sehr spannend, weil es mich schon interessiert, was da drin steht. Sonst würde ich es ja nicht kaufen. Das sind meistens so Wissensbücher. Ja, ich glaube, ich brauche die als Hörbücher. Als Hörbuch beim Färben, das geht besser als Bücher zum Lesen. So ist das. Weil man kann ja seine Zeit auch nur einmal verbringen. Ne? Also ich meine, wenn ich sitze und stricke, weiß nicht, könnt ihr stricken und lesen? Ich kann das, glaube ich, nicht. Aber ich habe es noch nicht probiert. Vielleicht soll ich das mal machen. Wenn ich sowieso nur rechts hin und links zurückstricke, müsste vielleicht auch Lesen dabei gehen. Ja, mal gucken. Also wie gesagt, das ist noch sowas, was ich in meinem hohen Alter nochmal irgendwie herausfinden wollen würde, ob das irgendwie geht. Weil, wie gesagt, sehr spannend. Oder ich muss doch nochmal nicht nur Podcasts hören beim Färben, sondern auch Hörbücher. Mal schauen. So viel als kleinen Ausflug in mein Geburtstagsgeschehen. Ich habe mich total gefreut, dass ihr diese Geburtstagsfärbung so schön fandet und dass ihr die Wolle bestellt habt und ich euch die einfach schenken konnte. Das hat mir richtig, richtig Spaß gemacht. Es hat nicht für alle gereicht. Also wenn ihr das Paket aufgemacht habt und da war was anderes drin, dann war einfach
Ich habe echt großzügig kalkuliert, aber es hat nicht für alle gereicht. Aber ihr habt alle einen richtig schönen Strang, schönste Sockenwolle bekommen. Und ja, hat mir Spaß gemacht, zu meinem Geburtstag euch auch was zu schenken. Ah ja, was ich noch geschenkt bekommen habe, ist ein Wasserkocher von meiner Tochter hier fürs Atelier. Ich hatte immer nur so einen ganz kleinen, und wo man so eine Tasse Wasser mit warm machen konnte. Das habe ich nie gemacht. Und jetzt hoffe ich, dass ich, wenn ich einen großen Wasserkocher habe, hier ständig mir Tee kochen werde und ganz viel trinken und ganz viel genießen in meinen schönen handgetöpferten Tassen, die ich mir dann noch aus Hemmingen mitbringen muss. Die sind hier nämlich auch noch nicht angekommen im Atelier. Es gibt hier keine Teeküche. Ich glaube, das ist einfach das größte Problem. Ja, so ist es. Deswegen darf man sich zu den Werbeworkshops jetzt, vielleicht gibt es einen Tee für alle. Bis jetzt haben alle immer Kaffee oder Tee mitbringen müssen, weil es eben keine Möglichkeit hier gab. Und jetzt gibt es einen Wasserkocher. Zumindest schon mal das. Ja, lass uns wieder über Wolle reden. Die Wolle ist auch schön. Es gibt diese schöne Merino-Wolle, die High-Twist-Merino-Wolle. Die hat diese wahnsinnig schöne Zwirnung. Ich mag das sehr, wenn das so ein bisschen perlig gezwirnt ist, ohne so übertrieben zu sein. Und das ist bei der Merino High Twist wirklich der Fall. Also schau mal, so sieht sie aus. Ich glaube, das kriegt es gerade ganz gut hin. Diese wahnsinnig schöne Zwirnung. Und das bedeutet auch, dass sie wirklich schön ist beim Stricken. Man sticht nicht dazwischen, das fiddelt sich nicht auf. Das ist einfach ein richtig, richtig schöner Faden, der einfach Spaß macht. Die ist glatt, die glänzt ein kleines bisschen, nicht ganz so doll wie die Seide, aber auch ein kleines bisschen, und sie trägt sich einfach total gut. Die ist traumhaft schön weich, die kannst du als Tuch nehmen, direkt am Hals. Du kannst sie aber auch zu Pullovern verstricken. Und dieses Garn, dieses 400 Meter High Twist 400, ist wirklich auch ein schönes Garn, um daraus frühlingsfrische, sommerliche Oberteile zu stricken. Für den Winter würde ich es kombinieren mit einem Fädchen Mohair, also wenn es ein bisschen wärmer sein soll. Und ansonsten ist die einfach wirklich, wirklich schön, um eben auch leichte Sachen draus zu stricken. Und da habe ich dir heute auch noch mal ein paar schöne Farben mitgebracht. Davon gibt es auch jeweils 500 Gramm, also 5 Stränge. Jetzt weißt du ja warum, weil ich einfach jede Farbe neu mische und das einfach spannend finde, so im Flow zu sein. Und deswegen guck einfach mal, aus diesen 500 Gramm kriegst du auf jeden Fall einen ganzen Pullover, einen ganzen Poncho, eine ganze Strickjacke hin. Auch bis Größe 44, 46 oder sowas. Also ja, also das geht. Und 48 müsste auch noch gehen. Kommt darauf an, wie groß du bist und ob du so ein Muster strickst, was wahnsinnig viel Wolle braucht. Ich stricke dieses Garn mit Dreiernadeln. Das Wolle-Seide-Garn übrigens auch. Ich stricke ziemlich locker, also wirklich sehr, sehr, sehr locker. Da ist es vielleicht einfach gut, wenn du einfach nochmal eine Maschenprobe machst und einfach mal guckst, was dir gefällt. Also mit welcher Nadel dir dies gefällt, wenn du das verstrickst. Also man kann das ja gut sehen und ein bisschen fühlen. Und dann kannst du hier variieren, 2,5 bis 3,5 Nadeln, würde ich sagen. Genau. Das ist die Farbe Blüte. Diese Farbe heißt Zart. Das sind die Rosatöne. Dann zeige ich dir gerade nochmal die Rottöne. Das sind 2 wunderschöne Rottöne. Diese Farbe heißt einfach Rot und diese Farbe heißt tiefes Rot. Superschön. Dann gibt es so ein, ach, ich liebe die, ne? Also ich habe früher immer gedacht, ich brauche immer nur Knallfarben. Am liebsten bunt. Bunt ist meine Lieblingsfarbe sozusagen. Und irgendwann hat sich's ein bisschen geändert und seitdem mag ich auch diese zarten, erdigen Töne. Einfach, ich färbe die total gerne, ich schaue die auch total gerne an. Ich finde, mir stehen sie nicht so gut, aber ich liebe sie. Nebelwiese. Und es gibt so viele Menschen, wo das einfach richtig, richtig toll aussieht. Nebelwiese, diese Farbe auch, das ist ein bisschen kühler. Die heißt Maus. Das ist ein kühleres Grau. Ganz schön. Diese Farbe heißt Kiesel, die ist ein bisschen dunkler. Und ein bisschen mehr ins Blaue. Genau, dann gehen wir gleich weitermachen mit dem Blau. Dieses Blau ist im Meer. Das ist ein richtig, richtig schönes Meerblau. Ganz, ganz schön.
Und diese Farbe ist Mäusetante. Das ist ein dunkles Grau mit so einem Tucken Blau drin. Also auch ganz schön. Braun für alle Braun-Orange-Fans gibt es auch. Das ist die Farbe Karamell. Und ein schönes Grün habe ich hier gerade noch. Das ist Wald. Geh mal stöbern. Im Dornröschen-Wolle-Shop gibt es auch diese Merino-Wolle, Merino 400. Wirklich toll für Tücher, Oberteile. Und gerade jetzt, wenn es dann doch demnächst, also wir haben ja schon Frühlingsanfang, Frühlingstag und Nacht gleiche, also ab jetzt werden die Abende wieder länger, die Tage kürzer. Es ist so schön. Ich mag das wirklich. Ich mag auch, wenn ich hier abends aus dem Atelier nach Hause laufe und es ist noch hell draußen und ich kann einfach irgendwie, also es ist so schön. Ich liebe, liebe, liebe es. Macht richtig, richtig Spaß. Und ja, tut einfach gut, wenn es jetzt wieder zur warmen Jahreszeit hingeht, ein bisschen mehr Licht da ist. Und da ist dieses Garn wirklich ein Traum. Wenn du Lust hast, deinen Garn mal selber zu färben, dann kommst du am allerbesten zu einem Färbeworkshop. Die Färbe-Workshop-Termine stehen für Mai, Juni und Juli. Jetzt schon im Shop und du kannst einfach buchen. Im Mai ist noch ein letzter Platz frei, alleine. Und ansonsten sind schon vier wundervolle Frauen angemeldet, auf die ich mich wirklich sehr freue. Und bei den anderen Färbe-Workshops ist noch Platz, da kannst du gerne dazukommen. Juni, Juli ist auch schön, wenn es hier warm ist in Nienburg. Dann kann man es uns einfach vielleicht auch im Garten ein bisschen schön machen. Schau einfach, komm gern vorbei. Das macht einfach Spaß, hier in so einer kleinen Gruppe zu sein. Wir sind fünf Menschen, die mit mir gemeinsam färben, also mit mir zusammen sechs höchstens. Und das ist einfach schön, so in dieser kleinen Gruppe kreativ zu sein, sich einfach kennenzulernen, richtig schönen gemeinsamen Tag zu haben. So einfach einen Tag Urlaub, einen Tag Auszeit, wo du einfach mit dir und deiner Kreativität sein kannst. Eben in dieser kleinen Gruppe, das tut total gut. Also komm gern vorbei zu so einem Färbe-Workshop. Würde ich mich sehr freuen, dich hier in Nienburg begrüßen zu können. Da kannst du Wolle färben, weil man mich gefragt hat. Ich stelle die Wolle zur Verfügung. Die kommt also quasi, kannst du die hier für einen geringeren Preis als sonst einkaufen und dann kannst du sie färben. Also wir rechnen das dann am Ende ab. Die kommt noch mit dazu. Und ja, ganz verschiedene Sorten kannst du aussuchen, das, was ich gerade da habe. Das schreibe ich dir dann vorher in der Mail und dann besprechen wir das. Vorher schon mal so ein bisschen, kannst du schon mal reinspüren. Und ein bisschen flexibel sind wir natürlich auch hier. Wenn du da bist, können wir da auch schon mal flexibel sein. Und dann kannst du dich nochmal umentscheiden oder so. Es geht einfach nur darum, dass ich ein bisschen Bescheid weiß, was ich für dich hier bereithalten soll. Oder bereithalten darf, kann. Dass du nicht traurig bist, wenn irgendwas gerade nicht da ist. Deswegen besprechen wir das vorher und dann kannst du dich ein bisschen drauf einstimmen, eingrooven. Ja, am Wochenende, am Samstag, werde ich auf der H&H in Köln sein. Da freue ich mich schon drauf, mich ein bisschen inspirieren zu lassen. Vielleicht entdecke ich das ein oder andere neue Garn für euch. Das ist ja auch immer ganz schön, nochmal so ein bisschen was Spezielleres, was Besonderes mit reinzutun ins Sortiment. Und dann könnt ihr mal gucken, euch das gefällt. Ich habe da so noch so, ich habe so viele Ideen, aber es geht immer nur eins nach dem anderen, weil ich habe zwar mega viele Ideen, aber noch doch nur zwei Hände und deswegen machen wir schön brav eins nach dem anderen und mit Ruhe. Deswegen habe ich ja auch die Pfannen jetzt, damit ich ganz, ganz in Ruhe kochen kann. Genau, das muss man mit Wolle auch, also hektisch mag die nicht. Wolle mag nicht hektisch, Wolle mag gerne Ruhe haben. Ja, was noch? Ich wollte noch was erzählen. Ja, genau. Ihr fragt immer mal wieder, ob ich auf dem einen oder anderen Wollefest sein werde. Das ist total schön, dass ihr mich da sehen wollt. Finde ich supi. Aber, jetzt kommt das große Aber. Da bin ich nicht. Ich fahre auf kein Wollefest. Ich habe dieses Atelier in Nienburg und wenn man mag, kann man hier vorbeikommen, kann man einen Workshop mit mir machen, kann man hier Wolle färben gemeinsam, man kann durch die Regale stöbern zu den Öffnungszeiten, das ist einfach schön und ich kann unmöglich noch die Wolle zusammenpacken und auf Wollefeste fahren, das schaffe ich einfach überhaupt gar nicht, weil ich dann ja nicht mehr in Ruhe kochen kann, ne? Zum Beispiel, oder Bücher lesen oder spazieren gehen oder einfach das, was das normale Leben ist, also ich schaffe auch einfach dann nicht mehr den Online-Shop so zu betreiben, wie ich das gerne möchte. Also dass einfach die Wolle immer nachkommt und immer frisch gefärbt für euch da ist und einfach die Regale ein bisschen voll sind, sodass ihr eine schöne Auswahl habt. Das schaffe ich als One-Woman-Betrieb hier sozusagen
Nicht, wenn ich noch zeitgleich die Wollfeste befahren würde. Ich weiß, das machen ganz viele Handfärberinnen. Es ist auch völlig okay so. Die dürfen das gerne und ihr könnt da stöbern gehen nach Herzenslust oder online im Dornröschenwolle-Shop oder im Dornröschenwolle-Atelier hier in Nienburg. Also kommt gern vorbei. Ich freue mich auf euch und ja, lasst mir gerne einen Kommentar da, einen Daumen hoch da. Das ist so schön, wenn ihr das macht. Wie gesagt, ich spreche immer in diese Kamera und ja, euer Feedback ist halt quasi der Kommentar und es ist ein bisschen creepy, ein bisschen verrückt, einfach hier zu sitzen mit diesen großen Lampen und in diese Kamera zu labern und also so ein bisschen verrückt ist es schon. Und deswegen tun diese eure Kommentare einfach mega, mega gut, weil wir uns eben nicht hier in einer Runde sitzen und sondern nur so eine virtuelle Runde haben, wo wir uns gemeinsam haben, sondern ja. Also deswegen schreibt mir einfach Kommentare, lasst mir einen Daumen hoch da, folgt mir auf Instagram, Facebook, Reverie, überhaupt steht alles unten drunter unter dem Video, wo man mich noch finden kann. Und vor allen Dingen stöbert durch den Dornröschenwolle-Shop, gönnt euch was Schönes, ich packe euch gerne ein Paket und ihr könnt es öffnen und Wolle bekuscheln und euch was Schönes auf die Stricknadeln holen. Ich wünsche dir einfach eine richtig schöne Zeit, wenn du magst, am Mittwoch gibt es dann wieder einen ganzen kurzen Gruß aus der Färbeküche und ansonsten geh stöbern. Genieße es bis nächsten Freitag, zum nächsten Garngeplauder. Hab's fein, bleib gesund, genieß dein Leben. Bis dann, deine Christine.